Den fiesen Dr. Joe Gerner spielt und dreht Wolfgang Barrow zumeist im wetterfesten Studio in Potsdam-Babelsberg. Seit Ende Juni aber ist er ganz viel draußen, denn er ist hier auf dem Kalkberg in die Rolle des skrupellosen Schurken Santa geschlüpft, der sogar drei Menschen auf dem Gewissen hat. Ja, den Bösen zu mimen, das ist der TV-Liebling gewohnt. Allerdings musste der 62-Jährige noch mal was Neues lernen, reiten nämlich. Sein Pferd Meloso besticht er gern mit Äpfeln. Das Publikum muss er natürlich anders überzeugen. Wie ist es denn für dich? Du bist ja eigentlich ein Schauspieler, der das Set gewohnt ist, ein festes Studio. Jetzt bist du hier im Freien, hier das Wetter spielt manchmal nicht so richtig mit. Wie ist es dann in real life? Also es ist schon wirklich eine neue Erfahrung. Also ich habe schon mal vor vielen Jahren Freilich gemacht, allerdings ohne Pferde. Das waren nur drei Musketiere und da hier hat das Wetter auch gehalten. Und hier ist es natürlich gerade die Tiere, also ob das jetzt die Pferde sind, wir haben auch einen Adler, der auch nicht immer so fliegt, wie er sein fliegen soll. Aber das ist natürlich, diese Tiere haben ihren eigenen Kopf und man muss ganz genau auf die eingehen. Und es kann immer irgendetwas passieren, etwas Unvorhergesehenes. Und darauf muss man vorbereitet sein. Und das ist schon eine spannende Herausforderung. Wie nehmen die Leute dich an? Also es macht wirklich wahnsinnig Spaß. Auch vor allen Dingen am Schluss, wenn wir die Applausordnung machen und dann am Schluss machen wir so eine Runde rundherum und dann klatschen wir ab. Und das sind dann meistens auch Kinder, die da sind, mit solchen großen Augen und mit Cowboyhut und Indianerfedern und so weiter. Also es ist schon klasse. Cool. Gibt es denn schon so die, also ich könnte mir vorstellen, nach 7 Wochen Drehzusammenhalt und Family, die ihr hier sicherlich auch bildet, gibt es da sicherlich auch Anekdoten? Sind da schon so die ein oder anderen lustigen Dinge passiert, vielleicht auch so in den Zuschauerrängen? Also bei den Zuschauern passiert es meistens, dass die lachen, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. In dem Fall meistens, wenn die Pferde äppeln. Oder wir hatten letztens eine Szene, das war so die Schlusssequenz, wo Shatterhand und Winnetou sagen, wir retten zwar nicht die Welt, aber wir versuchen es, wir kämpfen für das Gute und so richtig schöne, pathetische Sprüche machen. In dem Augenblick fängt das Pferd von Shatterhand an, Wasser zu lassen. Okay. War natürlich ein Riesenlacher, die beiden. Ja. Erst hielt Wolfgang Barrow die Rolle des Dr. Gerner für eine kurzfristige Geschichte. Mittlerweile ist er seit über 30 Jahren einer der Bösewichte der Nation. Theater hat er nebenbei immer schon gespielt. Nun steht Wolfgang Barrow auch auf der Bühne am Kalkberg in Bad Segeberg. Ich will was richtig Scharfes, Joe. Achtung, hier heiße ich nicht Joe, hier bin ich Mr. Santa. Jeden Dienstag und Mittwoch ist er dann wieder Joe Gerner und schlüpft in den Anwaltsanzug. Kommt man da nicht durcheinander? Es ist halt immer ein bisschen schwer, diese Texte, die ich dann habe, so mal eben zu lernen. Ja. Das mache ich dann meistens, während ich Auto fahre. Also ich lese auf einen USB-Stick erstmal die komplette Szene und dann die Szene danach ohne meine Texte. Ja. Und das höre ich mir so oft an, bis ich dann eben den Dialog vervollständigen kann. Was macht denn diese Faszination von uns Menschen am Bösen aus? Kannst du dir das vorstellen? Naja, also die machen genau das, was man eigentlich nicht darf, was ja gegen die Moral geht, gegen die Menschlichkeit und so weiter. Und der Santa ist ja auch noch einige Sachen schärfer als jetzt der Dr. Gerner. Ja, der würde zum Beispiel niemals über Leichen gehen, was Santa einfach mal eben so macht. Ja. Und jetzt ist das ja ein großer Unterschied, also vor Publikum, vor Echtpublikum zu spielen oder im Studio zu stehen. Was gibt einem das? Also wenn du da stehst und wenn du vor der Fernsehkamera stehst, welcher Unterschied ist da? Der Unterschied ist natürlich der, hier ist alles live. Also wenn was schief geht, dann geht das schief und da muss man auf diese Sache reagieren. Da muss ich dazu sagen, wir hatten letztens mal so ein Problem, da hat der Dustin Semmelrogge wirklich adäquat gut reagiert. Der muss in dem Stück Klicky Petra, den weißen Lehrer der Apachen, erschießen. Und es klappte nicht. Ach. Ja. Also da gab es ein bisschen Probleme mit der Pistole. Ja. So, also es fiel kein Schuss und er muss ihn aber töten, weil darauf baut die ganze Geschichte auf. Und dann ist er auf Klicky Petra, also auf Harald, zugestürzt und hat ihm den Revolver über den Schädel gezogen und hat ihn mit dem Revolver... Das kann der einfach mal so?
Das hat er einfach gemacht, denn er ist einfach auf ihn zu und hat ihn dann mit dem Revolver erschlagen. Und das ist zwar nicht so geplant, Er wird eigentlich erschossen, aber so ist er an einem Hirntrauma oder an was auch immer. Schädelbasisbruch gestorben. Ja. Auf alle Fälle starb er dann. Aber das sind so Sachen, da muss man sofort drauf reagieren. Wenn man im Studio steht und vor der Kamera, dann ist das kein Problem. Wenn da was schief geht, wird es nochmal gemacht und das ist dann okay. Privat klappt bei Wolfgang Barrow dagegen alles bestens. Seit 22 Jahren ist der Schauspieler mit seiner Frau Barbara verheiratet. Die beiden haben einen Sohn. Ferien für die Familie waren aufgrund der Karl-May-Festspiele bislang nicht möglich. Im September freut sich Wolfgang Barrow dann auf den verspäteten Sommerurlaub. Wenn die Spielzeit abgelaufen ist, dann werde ich doch Urlaub machen. Ah. Ja, da geht es dann 2 Wochen nach Montenegro. Und nein, es ist einfach so, es macht mir Spaß. Es ist ja insofern, es ist zwar Arbeit, aber da mir die Arbeit Spaß macht, ist es für mich nicht so anstrengend, wie vielleicht für Leute, die einen Job haben, der ihnen nicht gefällt. Und wo sie sagen, ach, jetzt muss ich da wieder ins Büro und das machen und so weiter. Mir macht es sehr Spaß. Ja. Jo Gerner ist Kult, Kalkbergist Kult. Was ist für dich noch Kult? Wo würdest du sagen, das finde ich total abgefahren, da stehe ich voll dahinter? Es gibt nur 2 Sachen, wo ich noch mal einen Bösewicht spielen würde, außer als Jo Gerner bei GZSZ. Das ist entweder in einem James-Bond-Film oder am Kalkberg. Ach, perfekt. Und einen Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen oder an dem zweiten arbeitest du? Genau, ja. Ja. Dafür und für den Rest der Spielzeit wünschen wir dir ganz viel Erfolg und Spaß und dann einen wohlverdienten, wunderschönen Urlaub. Dankeschön. Danke. 3 Tage am Meer. Und ich weiß wieder, wer ich bin. 3 Tage.